Hallo zusammen, mein Name ist Michael. Das ist das Spiel, in das ich seit 4 Jahren meine komplette Freizeit investiere. Es heißt Voxel MRT und es ist ein Aufbaustrategiespiel mit einem kleinen Twist. Und zwar spielt man seinen eigenen Charakter wie in einem Rollenspiel. Es gibt einen Charaktereditor, in dem ich verschiedene Möglichkeiten habe, den Charakter gestalterisch zu ändern. Ich habe aber auch verschiedene Charakterklassen und einen Skillbaum. Ich bekomme die Skillpunkte, indem ich Level abschließe. Für die richtig coolen Leute gibt es dann auch noch einen Level-Editor. Ich habe hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mein Level zu gestalten. Ich kann hier verschiedene Sachen vorgefertigt machen. Ich kann verschiedene Biome auswählen, habe hier ganz viele verschiedene Items, je nach dem Biom, und kann diese beliebig platzieren und es dann im Steam Workshop hochladen, wenn ich möchte. Ich kann das Spiel mit bis zu 4 Spielern spielen. Da ich aber ein einsamer Gamer ohne Freunde bin, gibt es natürlich auch einen Singleplayer-Modus. Es gibt einmal eine Kampagne mit 10 Missionen plus Tutorial. Alternativ gibt es noch den Custom-Modus. Hier kann ich auch verschiedene Level auswählen, die nicht in der Kampagne vorkommen. Es gibt auch einen Steam Workshop-Support. Hier sind auch schon ein paar Level drin, die die Community gemacht hat. Im Custom-Modus kann ich alles freigestalten, so wie ich es haben möchte. Wenn ich es nach all diesen tollen Möglichkeiten dann endlich mal ins Spiel geschafft habe, dann fange ich an. Mit was? Natürlich mit Bauen. Ich kann entweder so bauen oder ich kann so bauen, ganz wie ich möchte. Es gibt bereits eine Vielzahl an Gebäuden, die man bauen kann. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, Michael, warum soll ich denn überhaupt bauen? Die Antwort ist ganz einfach. Und zwar gibt es je nach Biom unterschiedliche Spawner, wie zum Beispiel diesen hier oder zum Beispiel auch diese beiden. Es gibt aber noch weitere. So sieht es übrigens aus, wenn man kämpft. Ich habe hier meine ganzen Einheiten, die mit mir angreifen. Aus dem Spawner kommen Gegner raus, wenn ich ihn angreife. Ich als Spieler habe Fähigkeiten. Je nach Charakterklasse sind die unterschiedlich. Aus dem Spawner hier würden zum Beispiel auch Bosse rauskommen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und so kann zum Beispiel das Layout einer Burg aussehen. Ich kann entweder meine fleißigen Bauleute die Arbeit machen lassen. Ich kann aber auch selber mit anpacken, wenn ich möchte. Zudem kann ich zum Beispiel meine Burg sauber machen, Steine abbauen, Holz fällen, im Gewitter Feuerwehrmann spielen. So kann die Burg zum Beispiel aussehen, wenn sie fertig ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber Michael, das Spiel ist doch schon fertig. Nein, ist es nicht. Bekanntlich wird ein Videospiel niemals fertig. Ich habe tatsächlich noch einige Pläne hierfür. Zum Beispiel möchte ich gerne eine KI machen, die eigene Burgen aufbaut, gegen die man dann kämpfen kann. Mehr Gebäude, mehr Gegner und so weiter. Wenn euch das Spiel gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mal anschaut. Dankeschön, auf Wiedersehen.